Hallo zusammen, schönen Gruß aus der fränkischen Schweiz. Wir sind hier zum Klettern und mit dabei ist die Ulla. Hallo Ulla. Hallo. Und Ulla hat uns 5 Tipps zum Fotografieren beim Klettern mitgebracht. Tipp Nummer 1. Perspektive. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar werde ich jetzt hochklettern und um die schönsten Fotos zu machen, also nicht unten vom Hintern, sondern von oben mit Ausdruck, musst du dann hoch. Muss ich da hoch? Ich hab's gewusst. Na gut. Muss ich da hoch? Genau. Wir müssen da hoch, ne? Gibt's einen Spruch so. Ich fühle mich so ein bisschen wie John Wayne in den Western, so wenn er quasi den Revolver weggehängt hat und nie wieder rausholt und dann nochmal rausholen muss. Also wir gehen klettern. Ich bin seit Jahren nicht mehr geklettert, aber ich habe hier 2 Profis dabei, die auf mich aufpassen. Deswegen klettere ich aber auch im Nachstieg. Das heißt, ich bin am Seil, ich kann nicht fallen. Wenn einer fällt, dann ist das einer von den Profis. 3 Profis. Also wir haben hier so einen Kamin. Ich gehe da jetzt hoch und hänge da oben meine Kamera rein. Und danach kommt die Ulla nach. Und die Idee ist halt beim Klettern immer von oben runter zu fotografieren. Deswegen quäle ich mich da jetzt hoch. Das singst wie du. Na gut, probieren wir. Genau, super. Berühmte letzte Worte. Leichte Route. Oder berühmte letzte Worte, ich stehe gut. Drillausbildung, das vergisst man auch nicht. Ne? Irgendwie. Ich glaube, man könnte mich immer noch nachts wecken und ich könnte immer noch so einen einfachen Knoten hinkriegen. Tipp Nummer 2, das Licht. Wie immer beim Fotografieren ist es natürlich ganz wichtig. Aber achtet auf euer Licht, bevor ihr in die Wand einsteigt, weil oben könnt ihr eure Position natürlich nicht mehr ändern. Jetzt ist es gerade ziemlich weich, deswegen ist es nicht so wichtig, woher das kommt. Aber beim Klettern könnt ihr auch mal mittags in der prallen Mittagssonne fotografieren und dann auf die Schatten achten. Oder ihr macht was mit Silhouetten. Spielt einfach mit dem Licht rum, aber überlegt euch vorher, woher es kommt. Der dritte Tipp ist das Equipment. Wenn du nur eine Kamera und ein Objektiv mitnehmen darfst in so eine Wand, was nimmst du mit? Ich habe mein 24-70 dabei, das ist nämlich 2,8er Blende und damit kann ich richtig schön ranzoomen, weil du musst alle Situationen abdenken. Wenn du da oben hängst, dann willst du auch was Weitwinkliges haben und aber auch was Teliges. Also ich finde das 24-70 2,8 eigentlich ein ziemlich perfektes Objektiv. Arbeitstier, genau. Mhm. Ja. Okay, wenn du 2 mitnehmen darfst, was ist das zweite Objektiv? Oh, schwere Wahl. Aber ich würde ein Tele mitnehmen, kommt drauf an natürlich, was ich fotografiere, aber ein 70-200 ist auch perfekt, gerade mit einer 2,8er Blende kannst du vor allem den Ausdruck richtig schön fotografieren, da kommt es mir nämlich auch ganz drauf an, nicht nur beim Klettern die schönen Bewegungen, sondern auch den Ausdruck einzufangen. Ja, sehr gut, bin ich voll d'accord, sehr gut. Und das dritte Objektiv, falls ich noch ein drittes dabei haben sollte. Ultraweitwinkel. Ganz genau. Ja, logisch. Ja. Aber dann wird es schon Geschleppe. Und wenn wir nicht klettern, sondern bouldern? Nur ein Objektiv beim Bouldern? Ja, da kannst du ja viele haben, dann bist du ja am Grund. Nee, wenn du eins mitnehmen darfst? Würde ich tatsächlich das Ultraweitwinkel mitnehmen, weil beim Bouldern hast du diese Bewegung so in die Kamera rein. Das schaut einfach total schön aus, genau. Wenn es so ein bisschen verzerrt ist. Das mag ich total gerne. Ja, riecht aber. So. Ich nehme jetzt mal ein 24-70 mit und zusätzlich noch einen Ultraweitwinkel. Man kann ja nie wissen, wie es da oben ausschaut, beziehungsweise ich möchte die Landschaft fotografieren, diesen Felsturm mit der Landschaft und dann natürlich auch noch Bilder machen, wenn der Basti hochklettert, dass ich doch mit dem 70er noch ein bisschen ranzoome. Thank you.
Tipp Nummer 4, die Einstellung. Ja, was muss ich einstellen? Naja, erstmal, was wollen wir überhaupt fotografieren? Ich finde es total spannend, wenn man jemand beim Stürzen als Mitzieher fotografiert. Aber da muss man natürlich gewappnet sein und dann eben die entsprechenden Einstellungen haben. Und so oft passiert das jetzt nicht. Also deswegen habe ich beim Klettern eigentlich meistens eine kurze Verschlusszeit, dass ich die Bewegung einfach einfriere. Wobei ich sagen muss, dass ich es total gerne mag, wenn man jetzt so an einer Schlüsselstelle den Arm ein bisschen verschwommen hat. Also vielleicht so mit einem 125. oder so damit arbeitet, dann hat man diese Bewegung. Aber da muss man schon ganz genau wissen, dass an der Stelle der Rest statisch sein wird und nur der Arm nach oben schnappt. Genau, das wäre auf jeden Fall ein Profi-Tipp. Sich Gedanken machen darüber und tatsächlich bewusst mit der Verschlusszeit spielen. Das heißt schon im A-Modus, aber zum Beispiel mit dem ISO-Modus spielen. Oder vielleicht sogar einen Graufilter drauf machen, ND8-Filter drauf machen oder sowas, dass du eine längere Verschlusszeit machen kannst, auch wenn die Sonne scheint. Gerade so, wie sie sagt, so dieses emotionelle Zugreifen und Angst und so und dann die Hand ist unverschwommen, kann sehr gut aussehen. Ich mache tatsächlich häufig so, dass ich ISO 200, 300, 400 habe, auch tagsüber, weil ich dann knackscharfe Bilder habe. Situativ, aber bewusst, nicht zufällig. Und du bist im A-Modus? Ich fotografiere tatsächlich beim Klettern immer ganz, ganz, ganz viel in M, weil ich einfach alle Parameter dann auch beeinflussen will. Ja. Gerade wenn viel Licht, viel Schatten ist, dann habe ich die ISO eigentlich meistens fest eingestellt. Okay, ja. Okay. Spannend. Ja. Aber ich meine, die Ergebnisse zählen. Und ja, klar. Also, weil ich immer davon ausgehe, hier im Laub und das Licht ändert sich. Aber es ist natürlich beides machbar, klar. Ja. Nee, ich mag das ganz gerne beim Klettern. Also, einen anderen Tipp, aufs Licht achten, einfach mit den Schatten auch spielen, dass ich die Schatten wirklich dunkel habe und so ganz hell den Kletterer darauf belichte und die Schatten fast ein bisschen studiomäßig auch dunkel erscheinen lassen. Ja, okay. Finde ich irgendwie spannend. Ja, stimmt natürlich. Dann der nächste Profi-Tipp, Überbelichtungswarnung anmachen, weil was schnell passieren kann, gerade wenn man mit Licht und Schatten spielt, dass das Gesicht ist heller als die Kleidung, jetzt hier schwarzes Oberteil, helles Gesicht und wenn das Gesicht ausgebrannt ist, kannst du das Bild löschen. Da immer, dass du gewarnt bist, Achtung, Gesicht ist zu hell oder von vornherein leicht unterbelichten, dass du da safe bist oder Spotbelichtung machen, dann solltest du auch safe sein. Und zwischendurch auch immer mal kontrollieren. Wenn man an der Felswand hängt, hat man tatsächlich mehr Zeit, als man denkt, auch mal zu gucken. Ich sage dann immer zum Basti, stopp, warte mal ganz kurz, dann schimpft er immer total. Aber so kann ich gucken, ob ich das Bild eben richtig belichtet habe. Also mit Histogramm schaue ich dann ganz viel nach. Tipp Nummer 5, last but not least, die Emotionen. Beim Klettern, wenn man so an den kleinen Griffen dranhängt und wenn es richtig schwierig ist, dann will man den Ausdruck einfangen. Deswegen muss man sich mit seinem Kletterpartner gut absprechen, wo die Schlüsselstellen sind. Das heißt, wo es am schwierigsten ist. Weil gerade da wird der Ausdruck dann da sein, wenn man dann so richtig da hier hängt und es so schwierig ist. Das will ich fotografieren. Ich habe noch einen Bonustipp. Und zwar arbeitet den Vordergrund ein. Also gerade so die Felswand unscharf mit einer Offenblende sieht echt schön aus. Und der Vordergrund ist auch total spannend. Nämlich das waren vor Jahrmillionen Korallenriffe. Also ich hoffe, das hat vor allem Lust gemacht, mal wieder klettern zu gehen. Klammer auf, zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz, Klammer zu. Hier kann man wunderbar klettern. Ich hoffe, die Tipps waren auch nützlich und hilfreich. Vielen Dank, Basti, dass du uns Model gespielt hast. Ja, gern. Vielen Dank, Ulla, für deine Tipps und Tricks. Ja, sehr gerne. Wenn du Ulla noch nicht folgst, nicht vergessen, Ulla zu folgen. Ne? Auf Instagram zum Beispiel, Likes da lassen und so weiter. Daumen hoch, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus. Servus, muss ich sagen. Ne? Ja, genau. Servus, muss ich sagen. Also, Servus.